Hallo Oskar. Hallo Nina. Vor kurzem ist ja dein neues Buch Max Hütte, die Geschichte eines Werkes und einer Stadt erschienen. Warum hast du dieses Buch 30 Jahre nach dem Ende der Max Hütte denn geschrieben? Das Oberpfälzer Stahlwerk Max Hütte prägte unsere Region wie kein anderes Industrieunternehmen zu seiner Zeit. Ganze Generationen arbeiteten in diesem Traditionswerk, lebten von und mit ihm. Das ist mehr als ein Grund, zurückzublicken. Ja, mit Glanz und Elend der Maxhütte hast du ja bereits ein dickes Buch über die Geschichte der Maxhütte in Heidhof geschrieben. Ich habe das neue Maxhütte-Buch anders konzipiert. Nicht die Chronik des Werkes sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die individuelle Sichtweise verschiedenster Menschen, die mit der Maxhütte zu tun hatten. Vom einfachen Arbeiter über den Ingenieur bis hin zum letzten Konkursverwalter. Ein evangelischer Pfarrer und ein Werksmusiker kommen ebenso zu Wort wie Bürgermeister. Es beginnt also nicht mit den Anfängen der Maxhütte? Nun ja, einige Autoren blicken tatsächlich nochmal zurück auf die Entstehung des Werkes. Im Mittelpunkt der Lebensgeschichten aber stehen die letzten Jahre des Eisenwerkes in Heidhof und was danach passierte. Insofern spielt der Nachfolgebetrieb Läpple natürlich eine Rolle, zumal zahlreiche ehemalige Maxhüttenarbeiter und Ingenieure den Nachfolgebetrieb halfen mit aufzubauen. Und auch die Entwicklung der Stadt Maxhütte Heidhof nach dem Ende des Werkes wird thematisiert. In der Tat, Maxhütte Heidhof hat nicht nur den Namen vom traditionsreichen Werk Maximilianshütte. Die Stadt lag auch Jahrzehnte im Schatten des Werkes. Viele Stadträte waren zugleich Betriebsräte im Werk und Bürgermeister der Stadt zuvor Arbeiter der Maxhütte. Die Maxhütte war allgegenwärtig im Leben der Stadt, hemmte aber zugleich dessen selbstständige Entwicklung. Erst mit dem Aus der Maxhütte in Heidhof entwickelte sich die Stadt Maxhütte Heidhof von der grauen Industriestadt zur bunten Wohn- und Kulturstadt, wie wir sie heute kennen. Die Autoren spiegeln unterschiedliche Sichtweisen wider. Ja, das tun sie. Nehmen wir mal unseren Heimatforscher Manfred Henn. Er beschreibt die Maxhütte einerseits überaus skeptisch, eine nach strengsten Regeln frühkapitalistischer Grundsätze geführte Unternehmensstrategie und kritisiert gleichzeitig schlimmste Umweltfrevel gerade zu Anfangszeiten des Werkes. Andererseits fand sein Vater nach den Kriegswirren in Maxhütte seine große Liebe. Und Autoren wie Ernst und Fritz Meyer heben in ihrem Beitrag den unglaublichen Zusammenhalt der Maxhütterer hervor. Einerseits war das knochenharte Arbeit, andererseits wurde in den Nachtschichten zusammen gekocht und in der Hüttenschenke gemeinsam nach Schichtende gefeiert. Das in der Maxhütte, das war keine kühle Industriegesellschaft, wie wir sie heute kennen. In den letzten Jahren der Maxhütte stand die Politik im Mittelpunkt. Ohne den juristischen Rat und Beistand der IG Metall hätte der Heidhofer Betriebsratsvorsitzende Schäffer nicht so für seine Arbeiter kämpfen können, wie er es bis zuletzt getan hat. Ein Satz von ihm spricht Bände. Man musste sehr vorsichtig sein im Umgang mit den Konzernen und ihren Bossen. Und er merkte schnell, wenn der politische und unternehmerische Wille fehlte, standen die Arbeiter und ihre Vertreter auf verlorenem Posten. Ja, und es war die Zeit, in der die WAA Wackersdorf gebaut werden sollte. Der Zusammenhang Maxhütte ja, WAA nein, war auch auf vielen Schildern zu sehen. Und immer wieder stand die Frage im Raum, soll die Maxhütte geopfert werden, um die Akzeptanz für die WAA zu erhöhen? Man muss wissen, die Oberpfalz war zu jener Zeit als das Armenhaus Europas verschrien. Die Industriegeschichte der Maxhütte ist ja ziemlich klanglos zu Ende gegangen. Ja, Ferdinand Deinz, ein Mitglied der legendären Heidhofer Werkskapelle, hätte sich wenigstens ein Abschiedskonzert gewünscht. Doch selbst daraus wurde nichts. Betriebswichtige Anlagen wurden noch während der letzten Monate abgebaut und nach Indonesien verschifft. In einer Beschäftigungsgesellschaft Restarbeiten erledigt. Und irgendwann übernahm dann die Firma Läpple,
die riesigen geschichtsträchtigen Hallen, vorwiegend als Lagerplatz. Ein weiteres Stück Industriegeschichte in unserer Heimat war lautlos zu Ende gegangen. Immer mal wieder in den vergangenen 30 Jahren wurde über den Erhalt von Teilen der Maxhütte als Industriedenkmal nachgedacht. Ja, aber passiert ist nichts. Der ehemalige Landrat des Landkreises Schwandorf, Hans Schuhrer, schreibt in seinem Beitrag: Leider ist vieles verloren gegangen in den letzten 30 Jahren. Die aufregende WA-Zeit hat die Ereignisse rund um die Stilllegung des Maxhüttenwerkes schlicht überlagert. Es wurde in der Folge zu wenig darüber nachgedacht, was für die Nachwelt erhaltenswert wäre. Natürlich steht dabei auch die Frage der sicher nicht geringen Kosten im Raum, die dafür aufgebracht werden müssten. Historische Gebäude wie der ehemalige Maschinenbetrieb oder das einstige Kraftwerk der Maxhütte sind jedoch imposante Gebilde, die ihresgleichen suchen. Also vielen Dank für das Interview. Maxhütte, Geschichte eines Werkes und einer Stadt. 272 Seiten mit zahlreichen historischen Bildern und erschienen im Battenberg Verlag in Regenstauf.